Wir holen uns noch ein Herz dazu. Das ist auch nochmal so eine wichtige Sache. Moment, das wird das hier sein. Nee. Genau. So. Eins nach dem anderen. Mein Pferd hört mich ja nicht, ne? Ich probier's trotzdem mal. Da oben ist was, was ich mitnehmen könnte. Und der Gegner? Oder? Okay, gut. Also Gegner spawnen hier nur einmal. Schade. Aber gut, ich glaube, da habe ich auch was freigeschaltet. Aber gut, so häufig braucht man Gegner ja auch nicht. Gut. Nee. So. Okay. Da fallen die zwei Dinge runter. Einmal Bernstein, einmal ein Steinsalz. Okay. Da gibt's was. Eins, zwei. Okay. Oh, so schaltet man halt auch nochmal Sachen. Ah, guck mal, da vorne ist wieder was. Mal gucken, was es diesmal sein wird. Da fällt's runter. Es ist wieder ein Steinsalz. Klemmen wir uns hier hoch, nehmen uns die Pilze und gehen noch eins höher. Sputtling. Oh, ich weiß, wie man da hochkommt. Also ich würde es jetzt mal behaupten, ich habe es jetzt erkannt. Hat aber auch bei mir gedauert. Ich habe mir das gar nicht gedacht. Okay, dann rein da. Nächste. So, ich überspringe wie gesagt wieder alles. Ich muss niesen, Moment. Ja, immer wenn man sagt, kommt's nicht. Okay, was wird das wohl sein? Hayudama, im Namen der Göttin Hyl, der sollst du geprüft werden. Mein Name ist Hayudama. Okay. Ich hoffe, ich komme da irgendwie auch raus, ne? Wegweisender Schrein des Wassers. Nun. Wenn ich Wasser höre, denke ich direkt daran. Nee. Moment. Fließt das runter? Nein. Okay. Easy. Das ist wichtig. Also, die Schreine sind tatsächlich ziemlich wichtig. Okay, das werden wir gleich machen, denke ich. Okay. Aha. Okay. Nein. Das sollte klappen. Nochmal. Okay, dann warte mal. Probieren wir es so. Nein! Oh. Passt. Ja.
Oh, ich hab gedacht, jetzt fällt der mir raus da hinten. Sehr gut. Jaha. Ja, dann wären wir am Ende. Sonst brauche ich das ja nicht. Sehr schön. Juhu! Haben wir Wasser gelernt. Ja, ja, ich weiß, ich bin auserwählt und bla. Jawollo. Jawollo. Also, ich muss zugeben, am Anfang habe ich mir gedacht, boah, nicht so viele Tempel. Aber die Tempel machen ja übelst Spaß. Und man lernt so viele Dinge. Also, das muss ich ja schon sagen. Das ist übelst kreativ. Das muss man einfach sagen, ne? Ah, und jetzt sind die Dinger weg. Okay. Sehr gut, dann kann ich mich immer hier hin teleportieren, wenn ich es brauche. War ja so ein bisschen das Problem. Hi, Stall der Zwillingsbären. Hey! Hi! Ja, ich weiß, wo ich bin. Alles klar. Okay, ich hol's mal kurz ab. Max, Zuneigung 89. Schön. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn wir gucken, dass wir uns vielleicht noch ein Pferd holen? Hey! Mhm, aber im Galopp ist es recht schwierig, die Richtung zu ändern. Weiter am besten nur dann höchstens, wenn du genug Platz brauchst. Wisst ihr was? Wir gucken uns mal um. Vielleicht finden wir ja hier noch ein schönes Pferd. Oder eine Ziege. Wir hatten ja ein Pferd, das war ja übelst schwer zu handeln. Das mal aus. Okay. Ach komm. Dummes Pferd. Dann nehmen wir das da. Wenn du keinen Bock hast, dann nehme ich mir das da. Ob das besser ist, I don't know. Bisher haben wir zwei auf alles. Oh, ja. Okay, das ist schon mal besser. Weil ich würde dann nämlich das alte gefühlt weglassen wollen. Okay, nochmal. Ich wollte gerade anhalten, aber ich konnte nicht. Aha. Sehr gern. Was ist das denn? Ich nehm's erstmal. Ja, ja. Mach ich. Es ist Gerd. Ah. Ja. Pferd abgeben. So, wir gucken noch nach einem Pferd. Vielleicht, dass jetzt noch ein bisschen besser ist. Hey. Abgeben. Abgeben. So, jetzt ist besser. Oh. Wiedersehen. Ah. Okay. Ich würde halt noch mal gucken. Ach, guck mal, den da will ich. Den Recken da vorne. Es gibt ja sehr scheue Pferde. Mal schauen, wie der hier ist. Wenn der nicht besser, wesentlich besser ist als der andere dann. Ist egal. Aber ich will eines der Pferde haben, wo ich sagen kann, okay. Oh. Hey.
Alles gut, fertig. Okay, das scheint nochmal besser zu sein. Ich verstehe dich. Der war jetzt auch nicht so extrem einfach. Okay. Ist nicht stark, aber hat eine große Ausdauer. Ja, komm. Wir nehmen das einfach mal. Okay. Sehr gut. Jetzt würde ich auch keine andere Dings nehmen. Geht das? Nein. B. Ja, passt doch. Ah. Ja, ist plötzlich jetzt. Ja, ich nehme es direkt mit. So. Ich habe jetzt mal... Wir müssen mal gucken, was Stärke bedeutet, auch und so, ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es eine größere Ausdauer. Ja, komm. Wir werden mit dem mal ein bisschen umherreisen. Ein bisschen bonden. Doch gut. Ein Pferd kann doch einiges. Okay. Okay. Alles gut, fertig. Ist egal, es sind nur Bockblinds. Renn einfach. Es sind auch nur Bockblinds. Aha. Alles gut. Nicht ins Wasser. Einfach nicht ins Wasser. Können wir da hoch? Okay, hier hat sich wohl jemand wirklich verteidigt, ne? Kommen wir da durch? Alter, was ist denn hier passiert? Nur Festung. Ah, ist gut. Stopp. Hey. Oh, hallo. Mein Name ist Pritus. Bist du auch hier, um Hattenow-Festung zu besuchen? Ja, klar. Ja, es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Die Hattenow-Festung war Hattenows letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Ich finde, jeder sollte sie einmal im Leben besucht haben. Klingt wie bei den Mongolen. Die chinesische Mauer. Was ist das? Was ist denn hier los? Achso, der versteckt. Oh, das finde ich so gut gemacht. Sorry. Der versteckt sich echt hier drunter. Ach, ich mach mir nichts aus. Das ist ein guter Grund, mal länger irgendwo zu bleiben. Es wäre wirklich großartig, wenn du etwas kaufen würdest, aber ich bin schon froh, wenn du dir meine Waren ansiehst. Zeig mal. Viele Läden verkaufen ihre besten Waren, wenn es regnet. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aha. Ziegenbutter. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Irgendein Chabernack. Salz. Ja, nimm den Bernstein. Bernstein. Nimm Bernstein. Ich frag mich. Ja gut, so krass ist das dann auch wieder nicht. Nein. Nein, lass mal bitte. Danke. Nö, aber schön, dich mal kennengelernt zu haben. Okay, passt. Okay, also die Hattenows haben hier gekämpft und die Bösen abgewehrt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da war noch jemand. Vertrau mir. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Hi. Was ist los?
will gegrillten. Was? Und außerdem das Leben des Helden. Oh nein. Ach komm. Ach Mann. Ich krieg gerade so ein bisschen das Kotzen, ha? Pass auf. Na komm. Ah. Das war ein Schlag auf den Popo. Okay, pass auf. Oh, der Kopfsammler, den habe ich jetzt. Ein roter Rubin. Super. Und ein Bier. Oh, so hört sich das. Mein Pferd. Und was da hat er gesagt? Egal. Auf jeden Fall hat sich das gerade sehr gelohnt. Auch wenn ich dafür ein Essen opfern musste, in Anführungsstrichen. Hat sich aber sehr gelohnt. Alles gut, beruhig dich. Was ist denn das? Okay. Na komm. Vollgas. Ja, ja. Versuch mich mal zu kriegen, Diggi. Ich bin mit dem Pferd viel zu schnell für dich. Okay. Und los. Okay, das mit dem Lenken ist wirklich sehr schwer dann. Die ganze Zeit überfallen, ne? Gutes Ferdinand. Oh nein, was machst du denn da? Pferd. Ist ein Schrein in der Nähe. Irgendwo hier. Versuch mal erstmal hier. Hoch. Ah, da sind wir in Hartello erstmal. Ey. Oh, ja, ein alter Junge um diese Zeit. Nein, ein Reisender. Hm, stimmt schon, das ist wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist ja auf der Durchreise, oder? Also wenn du einkaufen willst, wirst du beim Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Danke. Da oben ist ein... Ja, das, was wir benötigen. Ein Schrein. Es gibt Rüstungen, es gibt wieder bla blubber. Alter, das ist ja geil. So. Wisst ihr aber, was ich noch nicht gesehen habe in diesem Teil? Einen Ort, wo wir... uns die Landkarte machen. Oh, ein hatterer Schuss Monster. Kann die bitte jemand vertreiben? Ach, cool. Missionen gibt's auch. Also so kleine.
hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hatte durch bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbermaterialien dabei hast und alle Gebühren und Preise erhalten, oder 20 Rubiere färben wir deine Kleider in deinem Lieblingston. Cool. Ich hocke auch mal für gewöhnlich. Jetzt ziehen wir unsere Hattedu-Farben einer eher traditionellen orientierten Kundschaft an. Ich sehe jetzt als meine Aufgabe an, diese stolze Tradition auch den nachfolgenden Generationen ans Herz zu legen. Gut, dann will ich dir mal die Einzelheiten erklären. Hattedu-Farben sind in diesem Dorf ein traditionelles Handwerk. Wir färben Kleidungsstücke in beliebigen Farben. Früher haben wir die Färbermaterialien den Kunden zur Verfügung gestellt. Aber leider gibt es jetzt so viele Monster, dass wir nicht mehr an die nötigen Materialien kommen. Kunden müssen die Färbermaterialien also selbst mitbringen. Aber dafür ist die Gebühr auch jetzt viel geringer. Und die Gebühren beträgt gerade einmal 20 Rubine. Und wo das gesagt ist... Hey. Komm schon, für nämlich 20 Rubine färben wir deine Kleidung genauso wie du sie haben. Alles klar. Okay, also die Stadt der Färber.